Grüß dir, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Dharamsala begrüßt seine Heiligkeit den Dalai Lama zurück in die Stadt. Sprecher Khenpo Sonam Dimpel nimmt an der 18. Generalversammlung des tibetischen Jugendkongresses teil. Sejong leitet das europäische Strategietreffen der CTA zu Tibet in Prag. Repräsentant Tin Lechuki trifft taiwanesischen Generaldirektor und US-Botschafter. Office of Tibet Taiwan hält Gebetsgottesdienst ab, um Unglück in Tibet abzuwenden. Das geistige Oberhaupt Tibets, seiner Heiligkeit der Dalai Lama, kehrte am Mittwoch dieser Woche nach einem einmonatigen Aufenthalt in Leh Ladakh nach Dharamsala zurück, wo er von den Tibetern, den einheimischen Indern und den Touristen herzlich empfangen wurde. Bei seiner Ankunft am Flughafen Gagal aus Neu-Delhi wurde seine Heiligkeit vom Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khenpo Sonam Dimpel, dem amtierenden Sejong, Talam Joma Changra, dem Sicherheitsgalön Joma Gyari und Mitgliedern des tibetischen Instituts für darstellende Künste und des tibetischen Jugendkongresses empfangen, unter den Hunderten von Menschen, die ihre Häuser verlassen hatten, um seine Heiligkeit in der Dalai Lama zu empfangen und einen Blick auf ihn zu werfen. Die mehr als halbstündige Fahrt vom Flughafen Gagal zur Residenz seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Meklotganj war erfüllt von Farben der Freude, als Tibeter und Inder gleichermaßen am Straßenrand standen und zeremonielle weiße Schals und Blumen hielten. Sprecher Khenpo Sonam Dimpel nahm mit Mitgliedern des Ständigen Ausschusses des tibetischen Exilparlaments an der Eröffnungssitzung der 18. Vollversammlung des tibetischen Jugendkongresses am Samstag dieser Woche teil. Der Sprecher Khenpo Sonam Dimpel sprach über die Situation der Tibeter innerhalb und außerhalb Tibets, die sich verändernde politische Dynamik Chinas und den Status der internationalen Politik. Der Sprecher betonte auch die Notwendigkeit, die Dynamik des tibetischen Kampfes, der seit mehr als 6 Jahrzehnten andauert, aufrechtzuerhalten und lobte die Tibeter in Tibet für ihren Heldenmut, ihre Opfer und ihren gut geplanten Aktivismus wie die Bewegung des Weißen Mittwochs. An der Eröffnungszeremonie nahm auch Galön de Magyari vom Sicherheitsministerium, lokale indische Würdenträger, Leiter von Nichtregierungsorganisationen und Teilnehmer des Treffens aus 45 regionalen Sektionen des tibetischen Jugendkongresses teil. Sejong Bemba Tsering leitete das eintägige Strategietreffen für Europa in Prag, Tschechische Republik, das gemeinsam vom Ständigen Strategiekomitee des 16. Gascha und dem Tibetbüro Genf am Sonntag letzter Woche organisiert wurde. Ziel des Treffens war es, die sich entwickelnde geopolitische Landschaft Europas zu verstehen, den strategischen Ansatz für das Engagement der EU in Bezug auf Tibet sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene zu erörtern und die Chancen und Herausforderungen für Tibet innerhalb der EU zu identifizieren. Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident der Tschechischen Republik und Gründer von Czech Support Tibet, Martin Bursik, der Direktor des tschechischen Think Tanks, Synopsis Dr. Martin Haller, der Direktor des Forum 2000 Jakub Klepal, das Vorstandsmitglied der Italia Tibet Association Dr. Gunther Colonia sowie der Exekutivdirektor von ICT Europe Wang Bud Detong und Vincent Metten nahmen an den Treffen teil. An dem Treffen nahmen sowohl persönlich als auch virtuell die Mitglieder des Ständigen Strategieausschusses, Vertreter des Büros von Tibet Brüssel, Genf und London teil. Sejong Bemba Tsering traf sich in dieser Woche mit dem Direktor der Václav Havel Bibliothek, dem tschechischen Kulturminister, dem Sprecher der Abgeordnetenkammer und Vorsitzenden der Tibet-Freundschaft tschechischen Tibet-Unterstützungsgruppen, dem Direktor von Synopsis und Forschern und nahm an einem vom tschechischen Senat veranstalteten Mittagessen teil.
During all these meetings, Sikyong has very strongly noted why we have to ensure that the narrative of Tibetan independence, the historic Tibetan independence, should be adhered to, especially in terms of ensuring that the countries do not violate the international law by stating that Tibet is part of China, because Tibet historically and also legally is an occupied and unresolved status of a country. Yesterday during the opening ceremony of the Forum 2000, Sikyong Pemba-Srila had a brief conversation with the Foreign Minister of Czech Republic, as well as had an opportunity to greet the Prime Minister of Czech Republic. Since then, we have been holding several meetings with different dignitaries from various countries. There was also a parallel meeting of the European Foreign Ministers. Today, Sikyong Pemba-Srila is presenting and speaking at the Forum 2000, especially on the issue of human rights situation in Tibet. So these meetings have been very, very important, and I'm very sure that they have played a significant role in ensuring that Tibet can be discussed and taken forward within the European Union, mainly because Czech Republic also currently holds the presidency of the European Union. Der Repräsentant Tin Lichuki traf sich am Donnerstag letzter Woche in Begleitung des UN Advocacy Officer Gildin Zumo vom Tibet-Büro Genf mit Nicole Su, der Generaldirektorin des Taipei Cultural and Economic in Genf. Die Repräsentantin und die Generaldirektorin erörterten eine Vielzahl von Themen, darunter die sich verschlechternde Menschenrechtslage in Tibet, Chinas zunehmende länderübergreifende Unterdrückung und seinem allgegenwärtigen Einfluss in internationalen Organisationen sowie die jüngsten Entwicklungen in Taiwan. Der Generaldirektor lobte die tibetische Gemeinschaft für die erfolgreiche Umsetzung der demokratischen Prinzipien im Exil und die Bewahrung ihrer einzigartigen Kultur und Tradition. Der Abgeordnete Tin Lichuki traf am Mittwoch vergangener Woche in der US-Vertretung in Genf mit Botschafterin Michelle Taylor, der ständigen Vertreterin der USA beim UN-Menschenrechtsrat, zusammen, um die Lage in Tibet zu erörtern. Der Abgeordnete Chiki wies auf die anhaltenden Verletzungen der religiösen Rechte der Tibeter in Tibet hin, einschließlich der Beschränkungen des Zugangs zu Klöstern, der Zerstörung religiöser Gebetsstätten und buddhistischer Statuen. Botschafterin Michelle Taylor äußerte ihr Mitgefühl für die Lage der Tibeter in Tibet und sicherte die weitere Unterstützung der USA zu. Das Büro für Tibet und die tibetische Gemeinschaft in Taiwan haben am Mittwoch letzter Woche gemeinsam einen Gebetsgottesdienst organisiert. Der Repräsentant Gesang Yetsenbauer betonte die Notwendigkeit von Einigkeit und Zusammenarbeit unter den Tibetern für eine rasche Lösung der tibetischen Angelegenheit inmitten der zunehmenden Disharmonie innerhalb der chinesischen Führung, die zu einer verschlechterten Wirtschaft und misstrauischen Bürgern geführt hat, die Unruhen im ganzen Land verursachen. Der zweistündige Gebetsgottesdienst wurde abgehalten, um die anhaltenden natürlichen und künstlichen Katastrophen in Tibet zu lindern. Insbesondere die jüngste Covid-Welle, die zu verstärkten Mobilitätseinschränkungen führte. Der Gebetsgottesdienst, an dem 33 Gläubige teilnahmen, wurde auch für die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Heiligkeit des Dalai Lama und des tibetischen Volkes abgehalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.